Und somit herzlich willkommen zurück bei Dark Souls 3. Letzte Folge auch gehört mit einem Level Marathon, hat gut taugt. Und wir versprochen, schauen wir uns natürlich nur die andere Gegend an. Da werden wir zwar nicht viel sehen, aber ich will eigentlich alles sagen. Pharaonfeste. Wie ihr es eigentlich schon denken könnt, das ist natürlich schon das nächste Gebiet, aber machen wir noch nicht. Und außerdem, also scheiß Gebiet, absolut. Aber wir werden da durch müssen. Dafür keinen Weg drumherum. Nein, da gibt es leider keinen Shortcut. Wohl gibt es dann schon, aber den haben wir halt noch nicht. Spoiler! Und jetzt schauen wir uns da, wir erinnern uns, da ist der Wald, da ist der Großschwert gestanden und da der Riesenkeulen-Typ, den haben wir ja fein, mehr oder minder gemacht. Und da hat man einen wunderschönen, ja, unter Anführungszeichen, Ausblick. Wunderschön, unter Anführungszeichen, auf das nächste Gebiet. Juhu, Loki freut sich. Und da ist eine Tür, wo man ein Item sieht. Da werden wir auch noch hinkommen. Ich weiß sogar, wo das ist. Jetzt, wo ich sieg. Ich werde euch an dieser Stelle, wenn wir da sein, auf der anderen Seite von der Tür, daran erinnern. Und jetzt bin ich am Überlegen. Wir reisen nochmal. Ich möchte dieses nächste Gebiet, wie gesagt, wir gehen zum Boss, von der anderen Seite erkunden. Und das machen wir jetzt. Wir erinnern uns, wir sind immer noch in der Glut. Im Übrigen, wo wir sein. Da links ist es Hundi, da sind die zwei, da sind wir die ganze Runde gegangen, da sind wir wieder rausgekommen. Da sind wir umgekupft zu den Dicken, bla bla bla, hin und her. Und wir gehen jetzt, ich weiß nicht, ob wir die jetzt bullen. Ich habe die immer gemacht, normal. Also machen sie das mal auch. Seelen sind es auch. Ja, mein Lieber. Alles mit der Ruhe. Du stirbst noch früh genug. Gerade und gerade noch, da war schon am Schwung. Item haben wir keins gekriegt. Wir gehen jetzt durch diese Türe. Wir machen echt viel Schaden, das passt. Ich bin zufrieden. Also können wir es uns auch zutrauen. So, den machen wir gleich. Ein Langschwert haben wir gekriegt. Ist ein sehr geiles Schwert. Ich glaube, wenn man mit dem Ritter anfängt, oder mit der Assassine, dann hat man das sofort. Warum ich jetzt da so vorsichtig bin, das werden wir gleich sehen. Genau deswegen. Da ist nämlich ein Zauberer. Backstep war wichtig. Da sind wir unverwundbar. Keine Ausdauer. Sehr intelligent da noch anzugreifen. Der ist weg. Da hinten ist ein Item. Das holen wir uns natürlich noch. Ja, man merkt, Stab des Kretzers haben wir gekriegt. Der Loki ist da in die Gebiete, wo er sich nicht so sicher ist, ein bisschen nervös. Gut, schauen wir uns den Stab an. Das wird halt da nicht gehen, oder? Wohl Gegenstandsinfo geht. Dieser Beschleuniger wurde über Generationen hinweg von ketzerischen Zauberern verwendet. Die Zauberei ist eine logische akademische Lehre. Ihre Stärke hängt stark von der Intelligenz ihres Anwenders ab. Fertigkeit ruhiger Gesang. Erhöht für ganz kurze Zeit die Zauberkraft. Kann in beiden Händen getragen werden. Ja, schau. Warte, ich lege mal an. So schaut der aus. Kann sogar in Bodyhand getragen werden. Man kann blocken, man kann schlagen. Nein, nein, kann man nicht. Müssen wir überlegen. Ruhiger Gesang. Gut. Nice. Haben wir das auch gesehen. Wo ist mein Uchi-Katana? Ich vermisse es schon. Länger wie 3 Sekunden nicht in der Hand, wird es vermisst. Ja, das war jetzt sehr intelligent von dir, weil jetzt machen wir den. Und gleich nach. Und Backstep, naja, schaut. Hat ihm jetzt vergund am Backstep. Gut, das Item haben wir. Sonst gibt's da nichts. Wir erinnern uns, da drüben ist Wand. Da
Da gibt's gar nichts. Den machen wir natürlich auch. Natürlich! Dafür kriegst du den. Und jetzt müssen wir echt durchhupfen, weil der ein Item hat. Und zwar hat er eine Brandbombe. Seien immer nützlich. Kann man nie genug davon haben. Und zur Orientierung. Wir sind jetzt auf der Brücke. Und da unten ist das Lagerfeuer. Da hinten haben wir die Äste-Scherbe. Bah, wir haben die Äste-Scherbe nicht gemacht beim Ander. Verdammt! Okay. Oh, Äste-Flakon mehr oder weniger. Sollte uns jetzt nicht schaden. Da müssen wir aufpassen. Da steht nämlich einer. Der sollte aber gleich weg sein. Und dann gibt es etwas, was man gerne übersieht. Da vorne, natürlich ist nicht nur der Zauberer da, sondern andere Gegner auch noch. Wir gehen den Weg gar nicht. Wir gehen nämlich da. Und da war ich sehr überrascht. Das hat man nämlich im Online-Game, wo ich mich einer Gruppe angeschlossen habe zum Farmen, hat mir das auch nicht gesagt. Und da vorne steht der Typ da. Und ich hab bis jetzt eigentlich keine Ahnung, was der von uns will. Wir hören mal an, was er zum Sagen hat. Und dann sage ich eigentlich meine Meinung dazu. Well, this is unexpected. I don't often have visitors. What do you want? This is my study that you've happened upon. If you haven't any business, I've reading to get back to. Bitte um Unterricht in Zauberei. Da wir absolut nichts mit Zauberei außer Büromantie zum tun haben, schauen wir mal, was uns erzählen werden. How intriguing. Very well. Indeed, I am a sorcerer. With plenty to share. However, what champion demands service without recompense? Clearly, you're not that sort of man. So you will make me a promise, that in exchange for my teaching, you will bring me knowledge, in the form of scrolls detailing sorcery's secrets. Well, can you assure me of this? Das ist absolut neu für mich. Ich bin bei dem gewesen mit Ritter und mit meinem zweiten Dieb und da habe ich null auf Zauberei geben, also gar nichts. Da war null Skill oben. Und jetzt durch das, dass wir Büromantie gelernt haben, sagt er mir komplett neue Sachen. Und wir geben natürlich das Versprechen ab, weil wir werden sicher noch irgendeinen Folianten finden, was wir ihm geben werden. Und dann kann ich mir vorstellen, dass der sich in unsere Dienste stellt. Very well. You're no fool. I take it you understand the weight of a promise. I am Orbeck, of Vinheim, unkindled one. I shall teach you sorceries. We will learn together. It shall be like our very own school. Ah, und jetzt ist bei uns im Feuerbandschrein. Okay. Kann eigentlich nur eins sagen, dass ich das mit den anderen Charakteren, was ich in dem Spiel nachholen werde. Und weil das so geil ausschaut, mache ich das wie immer. Laboratorium im Arsch. So. Zur Orientierung. Ich will ja immer, dass ihr die Orientierung habt, wie wir laufen. Da sind wir hergekommen. Man sieht da den liegen. Ja, der Zauberer unten dran schon durch. Der will uns schon wieder beschießen. Und jetzt beschießen wir die, weil du mir ziemlich auf die Eier gehst. Und vielleicht geht es von da nicht. Aber jetzt haben wir. Habe ich dir schon gesagt, dass du mir auf die Eier gehst? Furchtbar, der Typ. Ja, wir sehen, da sind einige Gegner unten. Die was uns aber auch schon bemerkt haben. Weißt du was? Was denn? Ist da schon einer oben oder steigt das da unten in die Luft?
No risk, no fun. Gut. Dann ist da noch einer. Gut, die Akku haben wir schon. Schau, der Backstep war mal lieber gewesen, zwecks Unverwundbarkeit. Dann machen wir halt noch den Schildi da. Einmal noch. Jawohl, danke schön. Kein Item, auch gut. Jetzt kommt der Zauberer. Nehmen wir denkt mit der Spannung ein bisschen noch. Aber es sollte so auch nicht schlecht gehen. Und mir fällt gerade was ein. Ich muss nochmal hinauf. Ich muss nochmal upstairs. Hey, ich glaube, das wird eine Überlänge. Ja, Loki, du machst immer Überlängen. Ja, manchmal, aber nicht immer. Ja, aber 20 Minuten genau schaffst du nicht. Boah, Alter, von wo schierst du? Ja, und zwar das Item da. Das lassen wir natürlich nicht liegen. Blaues Käferkügelchen. Und ich glaube, dass wir da in der Ecke ziemlich safe sein. Schauen wir uns an, was das macht. Wo ist es denn da? Medizinisches Kügelchen, das aus zerstoßenen Insekten hergestellt wird. Die blaue Variante stärkt den Penis. Also nein, vorübergehend die Magieschadensminderung. Da das Notwindal von Mondkäfern befallen ist, sind die Zutaten für diese Medizin, die von den Sklaven aus Iridil hergestellt wird, jederzeit in greifbarer Nähe. Freut mich, dass ihr es Viagra immer in der Nähe habt. So, wo ist er? Da ist er. Den werden wir jetzt wieder mit einem... Zack, zack, zack. Jawohl. Und die habe ich auch nicht vergessen. Du dürftest der Letzte in der Runde sein da. Yes! Gut, 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 gut. Dann haben wir noch Folgendes. Ich habe es eigentlich versprochen, weil es auch machen. Ah, sehr uneinsichtig da. Dann machen wir es anders. Ich denke, man hat ein bisschen mehr Übersicht, aber dem ist wohl nicht so. Wir sind von da gekommen. Man kann da hinüberstapfen. Da ist noch ein Lizard, genau. Bleib da, bleib da. Aber was, du bist noch ein Gegner. Ja, danke dir. Kristallener Edelstein. Gegner hat mich jetzt ganz verwirrt. Damit wir das auch gemacht haben, wenn ich jetzt da durchlaufe, dann ist da die Steintreppe. Wir erinnern uns, dort rein war der Gegner mit der Überraschung. So schließt sich das Gebiet dann. Und da hinten waren die zwei Dickritter, Riesenkeule und Großschwert. Und wenn jetzt da Augen, da ist schon wieder ein Zauberer. Und Gott sei Dank haben sie da einen Defensiven hergestellt, der was nicht gleich akrobiert und weg ist er. So soll es sein. Denn dann kann man da aufgehen. Ist zwar eine Sackgasse, aber man kann da auch hupfen. Und dann kriegt man das Item da oben. Und man kriegt einen Ring der Opferung, wo wir wissen, aha, geil. Du gehst sicher nicht die Stirn auf, du kleines Tricksviech. Geh zur Mama. Dass wir den verkaufen werden, heißt, wir kriegen 2000 Seelen. Gut, das war der kleine Rundgang mit dem Zauberer da oben. Ach, wir müssen Estus nehmen. Denn ich kann euch sagen, wir gehen jetzt zum Boss. Und ich hoffe, dass ich da relativ schnell Begleitpersonen finden werde, die was mit mir denn machen, weil ich den einfach nicht solo machen will. Oha, haben wir schon Rufsymbole. Wenn es länger dauert, nachher sehen wir uns, wenn zwei Leute da sind. So, wir haben jetzt da einen beschworen. Werd natürlich ehrenvoll begrüßt. Danke fürs Mitspielen. Und es scheint bei dem Boss gerade zweiten zum Rufen zu geben. Also macht man. Ich glaube, dass der zu zwar kein Problem sein sollte. Und zwar in Kristallweißer. Ich habe zwar gesagt, dass ich die Bosse eher am Anfang haben will, aber egal. Wie gesagt, wie gesehen, wollte ich sagen.
wir sind jetzt gleich auf den losgegangen. Das sollte man gleich machen. Hinlaufen und schlagen. Ich habe keine Ahnung, ob man die Kristalle hinmachen muss. Anscheinend nicht. Und er erscheint jetzt ein paar Mal. Aber er teilt sich dann auf. Insgesamt sind dann 5 Gegner von ihm da. Und 4 von denen schießen. Und man kennt ihn an den violetten Kristallen, die was er... Alter! Er ist gestorben. Na super, jetzt kann man das Solo machen. Junge, ich will nur mein Estus saufen. Gut, dann machen wir die Hölzer. Ich glaube, das werden wir nicht überleben. Gut, Estus. Passt, 2-mal gleich. Wir haben ein Problem in der Lorn, ist auch kein Problem. Aber wie gesagt, die anderen, die da, die schießen halt auch Sachen. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Gut, den haben wir schon mal weg. Machen wir halt die einen. Als erstes. Ja, die lila den Kristalle sein. Waxi Wax. So, viel hat er nicht mehr. Wir sollten ihn eigentlich leicht schaffen jetzt. Kim Loki, reiß dich zusammen. Okay, einmal kommen noch 5. Ein Estus. Wir haben gar kein Estus mehr. Gut, wir suchen jetzt, wo er ist. Wo ist er? Den tun wir weg, weil er gerade da ist. Da ist er. Na. Was? Ganz die Soße nochmal. Wir schauen nicht gut aus mit dem Leben. Aber wir werden es schaffen. Ich bin zuversichtlich. Wer ist es? Da hinten ist er. Lauf, Loki, lauf! Oh. Ja, wir haben einen. Nicht. Wir haben ihn nicht. Ja, meine Lieben, das ist Dark Souls. Da denkst du, jetzt habe ich die endlich und dann ist es vorbei. Ich habe mir nämlich schon gedacht, wir sind jetzt unverwundbar, weil wir geschafft haben. Da sind ja die Kristalle nur umgeflogen, aber es war nicht so. Gut, kein Problem, machen wir das halt alles nochmal. So ist halt Dark Souls. Es ist so. Und wie gesagt, ich schneide da nichts außer. Wir reißen aber zu Feuerbahnschrein. Ist ja fast schon Tradition am Ende einer Folge. Auch wenn wir 0 Seelen haben, aber allein wegen der Musik. Zahlt es aus, dass wir dahergehen zum Abschluss der Folge. Ja, das nächste Mal werden wir den Boss halt nochmal probieren. Schaut, dass der eine so schnell gestorben ist. Sonst war das alles ein bisschen leichter gewesen. Aber ich sag, ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Wenn es euch gefallen hat, Kommentar, Daumen oder sogar Abo da lassen. Darf mich freuen und wir sehen uns beim nächsten Mal bei Dark Souls 3.